Ja, neue Runde oder erste Runde Karten gegen die Menschlichkeit mit dem Totenlicht, mit der Jugendverordnung und der Systemfrucht. Die Systemfrucht ist Ninlein, die Jugendverordnung bin ich und das Totenlicht natürlich Mordi. Mordi ist der Horst und ja, hier haben wir die erste Frage. Was präsentiert sie, Wally, im Jahr 2500? Seid ihr schon am Aussuchen oder? Ich bin Zar. Ach so, du musst Ja, ich gucken, bin wer der, das. der nichts aussucht. Eigentlich hätte Mordi das jetzt Ich vorlesen habe schon was müssen. ausgesucht. Eigentlich schon. Hast du mit Aufdecken gemacht, Modi? Ja, klar. Jo. Der Theatralik zugunste. Ah, da sehen wir es. Modi, reagiert Okay, jetzt drauf. was präsentiert Hill Valley im Jahr 2500? Vergewaltigung und Plünderung. Ja. Oder ein Ofenrohr-dicker Joint. Ich glaube, das Letztere ist eine etwas bessere Erfindung. Von der Systemfrucht. Die Systemfrucht hat schon Punkt. Nein, nein, nein. Die verdammte Systemfrucht. Ach, jetzt bin Jetzt ich bist du Chazar. Richter. Ist das der Richter oder was heißt Chazar? Ich kann kein Englisch, bin nicht so gut da drin. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen jemanden, der Englisch kann. Oh, man kann hier sogar Bilder und GIFs einfügen. Cool. Ja, bitte nicht. Ich habe drei, die wirklich gut passen würden. Dann entscheide dich für eine. Wäre vielleicht nicht ganz Okay, das ist ein schlecht. bisschen trockener. Ah, da sind sie. So, ich kann nicht glauben, dass sie ihr Kind tatsächlich Heroin genannt hat. Und ich kann auch nicht glauben, dass sie ihr Kind tatsächlich Obdachlose genannt hat. Ja, okay. Heroin finde ich doch besser. Danke. Oh. Das Verdammt, wie viele Totenlicht. Punkte habe ich überhaupt eingestellt? Was gerade? Und Die next round. nächste Runde geht an mich. So, das hat meine Mutter früher zu mir gesagt. Bitte sagt mir, was meine Mutter zu mir früher gesagt hat. Das könnt nur ihr wissen. Genau das. Okay, das ist gemein. So, die Systemfrucht. So, das hat meine Mutter früher zu mir gesagt. Sagtest du bereits? Brutal auf einen Menschen einstechen, weil man ein kranker Psychopath ist, der sonst so Computerspiele spielte. Ja. Okay. Dann weiß ich wenigstens, woher ich das habe. Nächster Punkt. Was sagte sie noch zu mir? Ein überraschend starker Mongoloid. Ah, okay. Ja. Na, dann Ja. choose mal. Yay! Psychopath. Punkt! Schade. Punkt für den Jugend, für die Jugendverordnung. Your Rage. Okay, So. Studien belegen, dass Ratten auf ein Labyrinth 50% schneller lösen. Du musst das nicht vorlesen, wir können lesen. Kannst du dann beim, wenn du es auswählst. Aber du weißt doch nicht, ob die Zuschauer alle lesen können. Ist doch mein Ich YouTube. vermute es, ich befürchte es, dass sie es können. Ich habe schon gute Gegenbeispiele gesehen. Ist doch nicht schlimm, Was die zum Frage Geier ist einmal das zu hier? wiederholen. Ich nehme Einmal es zum trotzdem. Anfang und einmal zum Ende. Ich So. weiß nicht, was es ist, aber ich nehme es. Wir stehen momentan Gleichstand. Joa. Nini?
In jeder Hin- Ja, ja. Nicht Hast fressen, du mal nicht was? Fressen. Das sind doch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich konnte nicht mal weiterzählen. Karten. Okay, auf was lösen Ratten ein Labyrinth 50% schneller auf? Mathe-Genies. Ach, Mathe-Genies. Ich habe das ein bisschen anders gelesen. Ach, jetzt habe ich verraten, dass das meine Karte ist. Ach. Jetzt wird das nicht mehr nehmen. Liegen die auf deren Köpfen oder was? Ich verstehe das nicht ganz, den Sinn. Ich dachte mir, was steht denn, was steht da für ein Wort? Ich kann noch nicht mehr lesen. Mathe- oder ein Wappenfetisch. Okay. Ich mache einfach die Augen zu. Jetzt sehr klar, wer was gemacht hat. Punkt für mich. Für Mathe-Genies. Ja. Jetzt bin ich wieder der Zazar. Ich kann es auch das nicht aussprechen. Okay, gut. Ich habe die perfekte Kombination. Sie ist nicht lustig, aber sie macht Sinn. Na, da bin ich gespannt. Wir lachen noch zu wenig. Es war noch zu unlustig. Die Antwortmöglichkeiten waren noch nicht so lustig, dass wir uns alle totlachen mussten. Da brauchen wir noch was. Modi, streng dich an. Mach was Lustiges. So. Ich will jetzt mal lustige Karten sehen. So, ich habe eine Klumpen-Heroine-Herzform nie verstanden, bis ich Harry Potter getroffen habe. Okay. Ja, wieso nicht? Aber ich habe auch Weltherrschaft nie verstanden, bis ich Skeletor getroffen habe. Oh, nice. Aha. Nice. Harry Potter ist besser. Harry Potter ist immer besser. Wenn man Harry Potter hat, dann gibt es schon mal einen Bonuspunkt. So. Gut und besser. Naja, wollen wir eine andere Karte nehmen? Komm, andere Karte. Gut. Besser. Blank. Ja. Was lernen Studenten an deutschen Universitäten, damit sie später vor. Erfolg haben? Ja, sorry. Ich kann nicht lesen, deshalb muss ich es mir selbst vorlesen. Oh. Okay, ich habe drei, die tatsächlich gut sind. Oha, das ist böse. Das nehme ich. Mein Stuhl klappt so blöde. Das hört man bestimmt nach einer Aufnahme. Na komm, ich nehme das. Jo. So, die Systemfrucht. Was lernen an deutschen Universitäten, damit sie später im Leben Erfolg haben? Unter einem so arm sein, dass man zum Geburtstag nur eine Umarmung bekommt. Oh. Irgendwie auch süß. Zweiter Punkt beim Blowjob in die Eiche beißen. Juhu. Oh Mann. Ich flöre. Drei Punkte. Das war zu harmlos. Nice. Aber irgendwie zu süß. Das ist süß. In die Eiche beißen. Süß. In 1000 Jahren, wenn das Papiergeld nicht mehr existiert, ist unsere neue Währung. Ja, es ist schon fast. Ist schon fast. Okay, 1000 Jahren, wenn Papiergeld nicht mehr existiert, ist unsere neue Währung. Scheiße. Ja. Egal was es wird wahrscheinlich sowieso scheiße. Oh, nicht schlecht. Mädels in der Abtreibungsklinik aufreißen. Ja. Okay. Als neue Währung. Ist zwar lustig, aber macht jetzt irgendwie leider nicht so viel Sinn. Also ist es leider die Scheiße. Hey, ich bin scheiße. Okay. Ich muss ein bisschen was für Best-ofs zusammenschustern, muss da irgendwie ein bisschen was machen, weil irgendjemand mal in 100 Jahren mal Best-ofs machen will.
von uns und ist ja, mal nee, gut das sowas. Ich auf dem da muss man mal für Clips sorgen. Da muss man mal für Clips sorgen. Hm. Ich nehme das, das ist ganz lustig. Ja, und ich bin wieder der Auswähler. Der Richter. Und die Ninilein ist ziemlich langsam, aber jetzt ist es auch fertig geworden. Was? Nicht was? Stressen. Doch, es wird gestresst. Mhm. Immer und überall. Was ist mein Antidepressiva? Mein Antidepressiva ist, wenn du dich verwählt hast und auf einmal George Takei, ich weiß nicht, wer ausgesprochen wird, dich mit einem Oh my begrüßt. Aha. Und mein Antidepressiva ist auch fette, schwitzende Gamer. Ja. Oh Mann, das sind wir cool. Doch alle. Das ist wahr. Ja. Ein Punkt für Mordi. Danke, dann das bin ich wenigstens nicht ganz. Der hat sich angesprochen gefühlt. Ach, ja. Was stinkt hier eigentlich so? Okay, ich glaube, es wird bei mir Zeit, die ganze Hand mal zu dumpen in der nächsten Runde. Ich will ein paar neue Karten. Ah, viele passen nicht wirklich, ne? Mhm. Man glaubt, ja, jetzt kommt die Karte. Oh, nö. Teilweise noch zu harmlos. Ja, komm, ich nehme das. Ist zwar jetzt nicht so gut, aber geht schon. So. So, was stinkt denn hier so? Unter anderem Suppe, die viel zu heiß ist. Hm. Ja. Stinkende Suppe, kennt doch jeder. Hm. Ja, es kommt drauf an. Es steht ja nicht drin, was die, aus was die besteht, ne? Aus ja. Scheiße. Aus Fisch. So genau stinkender Fisch. Okay. So, unter anderem auch Mordis Unterwäsche. Das ist nicht wahr, die ist immer minzfrisch. Alles ich habe ja auch nur eine Unterhose. Ja, aber das Schlimme ist, die wechselst du immer. Drehst du es auf links und beim dritten Tag drehst du den Bart um. Ganz genau, und am vierten trage ich einfach gar nichts. Ja. Ah, komm. So, die Suppe stinkt. Man weiß nie, was in einer Suppe drin ist. Fisch. Das macht einem mehr Angst. Stinkefisch. Ganz sicher die Währung der Zukunft. Okay, wollen wir die Frage? Das hatten wir doch schon in der im Testspiel. Hatten wir das schon. Okay, wollen wir also skippen? Auch, ja. Ja, mach mal. Ja, gut. Die gefällt mir. Okay. Das klingt Debris. Jetzt habe ich schon verraten, was meins ist. Ah, jetzt muss ich ein anderes nehmen. Nein, ich wollte noch ein anderes nehmen. Okay. Und? Ich bin natürliche Selektion. Das klingt ja. Doch das, was ich tatsächlich sagen würde. Unbedingt. Bestimmt in irgendwelchen Situationen. Okay, oder? Mutter? Ich bin ein Meer voller Probleme. Ja. Oh, Modi. Kann ich mich wieder nicht entscheiden. Ich glaube, natürliche Selektion ist besser. Natürliche Selektion ist immer gut. Wir haben bei dir, Modi. Ich zieh nach. Mhm. Bei dir ist Selektion, natürliche Selektion immer angebracht. Ich bin der Richter. Shazam, Richter. Oh, okay, das ist ein guter Nee, Karte. Shazam heißt nicht Richter, oder? Irgend sowas in der Art. Das ist so einsam Insel mit, Jetzt muss ich warten, bis die beiden fertig sind. Oh, Mann. Ich nehme einfach das. Okay, was nimmst du zu einer einsamen Insel mit?
zu einer einsamen Insel nehme ich mit Schweineinnereien. Ja, warum nicht? Ja, kann man eine schöne, ne? Kann ja, man eine schöne Wurst ne? draus machen. Das ist ja, da ist ja eh nichts weiteres drin, außer Schweineinnereien und das, ne? Wasser. Passt, kann ich mir meine eigene Metzgerei machen. Leckere Würste. Was nimmst du zu einer Reise auf einer einsamen Insel mit? Das Reise habe ich dazu gedichtet. Ein Kinderanleinen. Ich möchte anmerken, der Monolog von dir passt hier auch 1:1. Was? Welcher Monolog? Okay. Ich kann mir nicht entscheiden. Dann nehme ich doch die Schweineinnereien. Wartezeit. So. Aha, jetzt muss ich wieder auswählen. Jetzt muss ich erstmal durchlesen. Okay. Hier habe ich zwei, die sehr gut sind. Nimm den hier. Bitterböse. MMU und raus bist du. Okay. Während Picassos oft ignorierter braunen Periode hat er viele Bilder von gemalt. Und zwar von Adolf Hitler. Braune Periode. Aha. Ja, wer weiß, vielleicht gab es dafür auch schon Sammler, ne? Und er hatte alle Kekse von AIDS-Spendenlauf vor dem Eventfressen gemalt. Ey, das okay. muss richtig lustig aussehen. Da ist AIDS drin, deshalb dachten die hinein. Das findet sie lustig. Sowas sieht man nicht alle Tage. Ja, AIDS findest du lustig. Alles klar. Mann, da benutzt man so siehst du aus. Zum Selbstschreiben. Oh. Aha. Also wenn jetzt jemand zufällig die Bausettkarte hat, dann gibt's direkt einen Punkt. Ja. Okay. Wenn Mario das neue Power-Up einsammelt, wird er eine Fähigkeit durch die Teufelsfrucht entwickeln. Das ist doch von Morty, oder? Nee, ach, Morty ist Chazar. Ja. Der kann das nicht gewählt haben. Also ich verstehe es, aber ich verstehe es nicht. Ist jetzt wirklich der, das gewählt hat. Okay, wenn Mario das neue Power-Up einsammelt, wird er... Hat sich denn beide keine begriffen? Das ist beides ja. irgendwie lustig und irgendwie sinnfrei. Sinnfrei ist das alles hier. Morty, sinnfrei ist das alles hier. Ich nehme die Teufelsfrucht. Das war klar, Morty. Das war klar, dass du die Teufelsfrucht zum Ausgleich, wir wollen ja nicht, dass du gleich gewinnst. Doch, das wollen wir. Ja, ich nicht. So. Aber ich bin jetzt wieder Chizach. Wie auch immer, wenn man das ausspricht. Man könnte denken, manche Zuschauer könnten denken und in die Kommentare schreiben, dass ich nicht lache im Hintergrund, aber ich lache tatsächlich. Nur sehr leise. Ja, nur sehr leise. Ich lache stumm, ich habe ein stummes Lachen, deshalb, das ist das Blöde. Ich lache immer so stumm. So. Wollte ich mal gesagt haben. Während der Wartezeit hier. Während wir auf die beiden hier warten. Wir sind die Nummer 1. Ja, das sind wir unbedingt. Aber jede 1 ist mit flugunfähigen Vögeln ausgewechselt. Okay. Und jede 1 ist auch mit Saddam Hussein ausgewechselt. Ja, wer sonst? Saddam Hussein ist lustiger. Punkt für wen? Für Modi.
5:5 Mordi liegt hinten. Ja, das wird mich nicht wundern. Mordi, du liegst hinten. Ach komm, lass uns einen anderen nehmen. Mordi, andere Karte. Ich fordere andere Karte. Okay, ich hätte ein paar, die passen, aber okay. Mich nicht. Naja. Oh, da hätte ich vielleicht eine gehabt. Oh, diesmal darf ich die aussuchen. Nein! Ja, nehme ich das. Ist nicht so lustig. Was solltest du bereuen? Tust es aber insgeheim nicht. Das wäre unter einem, wenn du deine Frauen wie dein Whisky magst, 12 Jahre alt und mit Coca-Cola aufgefüllt. Oh, das ist böse. Das ist aber so richtig böse. Mhm. Dann wissen wir ja schon von ihm, die ist. Also von mir nicht. Das zweite, nicht? Eine Frau im Rollstuhl sagen, dass sie nicht so faul sein soll. Allgemein. Wir sind heute frauenfeindlich. Beide fies, ey. Sind beide fies, ey. Ey, komm, das gefällt mir besser. Oh. Ausgleich. Modi. Gleichstand. Die letzten werden die ersten sein. Das ist ja böse. Das ist ja blöd. Böse ist das nicht, aber blöd ist das. Gleichstand. Oh, jetzt geht's um die Wurst. Mhm. Nee, um die Krone. Ha. Das. Das ist gemeiner. Nee, dein. Ich stress dich. Werd fertig. Stress. Fertig werden. Nimm die dein. Ja, du mir ja auch. Das passt nicht wirklich was. Mach das weg. Dann benutzt die Blankcards. Ja, schreib doch selbst was. Habe ich leider kein Bild von. Okay, anstatt Kohle gibt's vom Weihnachtsmann jetzt. Was für unartige Kinder, und zwar den größten schwarzen Schwanz. Also böse. Oder Polizeibrutalität. Ja. Ist immer schön zu Weihnachten, ein bisschen Polizeibrutalität. Oh. Es ist halt leider nicht unrealistisch. Ja. Nee, leider nicht. Ja, komm, ich nehme den größten schwarzen Schwanz. Yay. Punkt für mich. Holla. Punkt für meinen Schwanz. Was? Von deinem redet keiner. Okay. Oh, okay. Okay, das ist gut. Da freue ich mich schon auf die Antworten. Das hatten wir schon mal gestern. Ich habe eine, die dir vielleicht bekannt vorkommen könnte. Mhm. Hatten wir schon gestern im Testspiel oder was? Möglich. Ja, die Frage hatten wir ja schon im letzten. Gestern haben wir übrigens schon mal ein Testspiel gemacht. Falls man das noch nicht mitbekommen haben könnte durch diese Gerede, die wir jetzt hier hatten. So, zur Belohnung für alle 900 gesammelten Crocs in Zelda Breath of the Wild erhält man zukünftig eine Sicherheitsdecke, die aus Luftpolsterfolie gebastelt ist. Ja. Ja. Nicht schlecht. Würde ich sogar annehmen. Und zur Belohnung für alle 900 gesammelten Crocs in The Legend of Zelda Breath of the Wild erhält man außerdem 10 Liter Pferdesperma. Da weißt du ja schon, von wem die ist. Das hatten wir ja gestern schon. Mhm. Voll unbegeistert, wow. Schön, dass ihr das habt. Ich will die Duftpolsterfolie haben, die will ich, die nehme ich an. Yay, die will ich auch. Den Punkt habe ich gerade nie dein geschenkt, Modi. Das weißt du. Ja, das weiß ich. Okay. Ja, ich muss mal meine Gemeinheit gegenüber Frauen ausgleichen.
Okay. Das ist nicht schlecht. Was werde ich denn heute noch machen? Das. Warum nicht? So, werde ich heute machen. Also, was mache ich heute? Unter anderem Oreo Cheesecake Pizza. Lecker. Oh, das klingt lecker. Irgendwie schon. Nee. Weil diese Schokopizza war auch schon widerlich. Also, Oreo Cheesecake Pizza. Ich mag Oreo nicht und Cheesecake mag ich auch nicht. Aber Pizza mag ich. Wie kann man Oreo und Cheesecake nicht mögen? Perfekte Kombination. So. Aber Pizza mag ich. Du bestellst Pizza auch Pizza Hawaii, ja, oder? Nee. Pizza Hawaii, willst du mich beleidigen oder was? Pizza Hawaii. Gott, das ist das schlimmste Verbrechen der Menschheit, Pizza Hawaii. Das ist. Wir haben noch eine. Ananas auf einer Pizza, das ist so. Das. Also, wir haben noch eine Gefrierfach. Aber ich esse ja jetzt kein Fleisch mehr, also kann ich damit nichts anfangen. Ich habe schon vieles gehört in der Menschheitsgeschichte, aber Pizza Hawaii. Wer sich das ausgedacht hat, der muss irgendwie die Menschheit hassen. Das ist irgendwie. Wahrscheinlich ein Italiener, der gerade keinen Toast mehr für Toast Hawaii übrig hat. Da muss sich irgendjemand ausgedacht haben, da muss irgendjemand gesagt haben: Ich will der Menschheit halt eine auswischen, ich will da unbedingt was richtig Böses machen. Und hat Ananas auf der Pizza gelegt. Aber weißt du, Geschmackssache halt, ne? So, was werde ich heute noch machen? Mit einer Kameradrohne den 6-jährigen Mädchen beim Duschen zugucken. Ah, das kann ich nicht sein. Weitaus spaßiger. Bob. Da wissen wir, was du so nachmittags tust. Ja, so kommt alles heraus, ne? Du und deine Hobbys. Ich hab nicht mal eine Drohne. Ich kann mir nicht mal eine leisten. Ja. Ach, die Studien. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme das. Okay, was haben die Studien, denen natürlich kein Mensch mit Verstand jemals glauben würde, ergeben, dass gut für die Gesundheit ist? HIV-infiziertes Blut an Kinderkrankenhäuser spenden. Yeah. Ist gut für die Gesundheit. Okay. Wir haben übrigens wieder Gleichstand. Ich rufe da mal ganz kurz bei den ganzen Verschwörungstheoretikern an, okay? Wieso haben wir schon wieder Gleichstand? Das ist doch kacke. Und was ist gut für die Gesundheit? Der heilige Nazi-Gott. Ja. Okay. Alles klar. Okay, alles klar. Ich bin jetzt safe gewinnen. Ich habe 7 Punkte eingestellt. Nur wer? Der Nazi-Gott oder HIV? Finale Entscheidung. Weiß. Mordi entscheidet die finale Entscheidung. Na. Also der heilige Nazi-Gott, das ist schon. Ist schon ganz lustig. HIV-infiziertes Blut an Kinderkrankenhäusern spenden ist ziemlich fies. Mordi entscheidet, wer gewinnt. Jetzt. Ich nehme den Nazi-Gott. Nice. Verdammt. Ich gratuliere. Zwergi hat gewonnen. Jo. Die Runde ging an. Aber knapp. Warum haben wir die ganze Zeit nur diese verdammte Gleichheit, Username can be stolen. Ah, okay. Ja, von mir aus.